Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es ist schon wieder etwas länger her und irgendwie kommt es mir so vor, als sage ich es jedes Mal. Aber ja, mir ist seit meinem letzten Video ein kleines Malheur passiert und zwar ist mir das Objektiv von meiner neuen Kamera kaputt gegangen und das musste ich leider erst ersetzen, bevor ich wieder richtig gute Videos machen konnte. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich konnte das jetzt glücklicherweise wieder beheben und ich bin gerade hier in Hamburg, auch wenn ihr das nicht seht, aber ihr seht, ich bin definitiv nicht zu Hause, sondern ich bin in einem Hotel und ich dachte, heute nutze ich die freie Zeit, die ich jetzt abends noch habe und filme in dieser wunderschönen Location hier einen Tag für euch, also ein einfaches Video. Ich glaube, es gab auch schon länger keinen Tag mehr von mir. Und ja, der einzige Tag, der mir gerade aufgefallen ist, ist der Fashion Victim Tag. Und da viele mich wahrscheinlich so ein bisschen als Fashion Victim sehen, dachte ich, das wäre etwas, was ich mal lohnen würde. Zum einen, um vielleicht mit dem einen oder anderen Klischee aufzuräumen oder eben auch nicht. Ja, wir schauen einfach mal und deswegen würde ich jetzt einfach gleich mal starten. Frage Nummer 1. Wie sehr achtest du auf Trends? Ich achte eigentlich gar nicht so arg auf Trends, weil ich, glaube ich, viel zu sehr so schon in meinem eigenen Modeding drin bin, dass Trends mich da gar nicht so arg beeinflussen. Aber es gehört natürlich auch ein Stück weit zu meinem Beruf, hat auch schon immer irgendwie dazugehört und deswegen, ich gucke schon auf Trends, weil ich es wissen muss, aber ein Trend, der aufkommt, ist für mich nicht die Garantie, dass ich mich so anziehen muss. Also das ist für mich so die Unterscheidung. Ich interessiere mich aber definitiv dafür. Ist es für dich immer wichtig, top gestylt zu sein? Ehrlich gesagt, nein. Also ich gehe tatsächlich auch morgens und am Wochenende eigentlich immer im Schlafanzug mit meinem Hund raus. Ich glaube, die Leute um mich herum, also in meiner Wohngegend, die erkennen mich gar nicht, wenn ich dann vielleicht eine Stunde später in echt rausgehe, also zu meinem Auto und irgendwo hinfahre. Aber tatsächlich morgens oder auch am Wochenende, wenn ich aufstehe und dann erstmal mit dem Hund rausgehe, das ist für mich so, also da sehe ich halt aus, wie ich aussehe. Das heißt, ich bin ungeschminkt, ich habe keine gemachten Haare, ich habe einen Schlafanzug an, darüber Uggboots und eine hässliche Winterjacke, weil sie warm ist. Und weil ich eben dann so, Gassi gehe. Und ansonsten zur Arbeit gehe ich ehrlich gesagt an so normalen Tagen auch nicht besonders gestylt, weil ich einfach dann ausschlafen möchte und die Zeit nicht in Styling investieren möchte. In letzter Zeit habe ich da echt nachgelassen. Irgendwie finde ich das gar nicht so gut, weil ich finde es eher schön, wenn ich mich so ein bisschen zurechtmache und mich dann auch gut fühle. Also da möchte ich eigentlich wieder ein bisschen pingeliger werden, aber dadurch, dass jetzt mein Kleiderschrank zum größten Teil nicht nur aus irgendwelchen Jogginghosen besteht, sehe ich dann, glaube ich, immer noch halbwegs annehmbar aus. Also weil ich einfach irgendwas anziehe, was ich habe. Und das sind ja manchmal dann doch etwas ausgefallenere Sachen. Aber es ist dann, glaube ich, eher zusammengewürfelt und nicht mehr top gestylt und durchdacht. Kaufst du bewusst oder intuitiv? Mal so, ich versuche immer mehr intuitiv zu kaufen und ich versuche ja auch gerade sehr, sehr viel zu verkaufen, weil ich gemerkt habe, dass ich viel zu viel Zeug angesammelt habe. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox mein Kleiderkreisel-Profil, weil ich misste gerade richtig viel aus und dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen, weil da sind schon auch schöne Sachen dabei und vielleicht gefallen die euch ja besser als mir momentan. Nächste Frage, folgst du dem Mainstream-Beispiel Converse Freitag Airbag? Nein, also zumindest nach diesen Beispielen. Airbag, weiß ich nicht mal, was das ist. Was ist Airbag? Könnt ihr mir das sagen? Meinen die Air Max? Ist das ein Tippfehler? Ich weiß es nicht. Freitag mochte ich noch nie wirklich. Ich finde das Konzept schön, was die Nachhaltigkeit angeht und ja, für Männer irgendwie ein bisschen besser zu adaptieren, für mich gar nicht. Converse finde ich ganz gut, aber Converse ist für mich kein Mainstream, sondern das ist einfach Converse. Also, ich weiß nicht, so Einkategorisierungen im Mainstream finde ich allgemein nicht so gut. Deswegen kann ich die Frage eigentlich gar nicht richtig beantworten, weil ich weiß nicht, wenn es einem gefällt, ist es für mich eigentlich gleich Individualität, weil es der persönliche Style und Wunsch ist und nicht Mainstream. Hast du jemals ein Teil, das du magst, aus deinem Kleiderschrank verbannt, nur weil es out war? Nein, natürlich nicht. Also kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Muss ich, glaube ich, auch nicht drum herum reden. Was würdest du niemals anziehen? Kann ich eigentlich auch nur den Klassiker nennen, weiße Stiefel. Ansonsten bin ich da so ein bisschen nach der Philosophie, sag niemals nie. Also ich weiß noch, dass es Zeiten gab, wo Röhrenjeans ganz schwierig waren. Dann hat man sich 5 Jahre an Röhrenjeans gewohnt. Dann waren auf einmal Schlagjeans ganz komisch. Und dann auf einmal haben so Leute wie Rachel so angefangen, Schlaghosen zu tragen. Und
ja, es geht mal so, dann geht es auch wieder zurück und hin und her. Und es ist irgendwie, also ich weiß nicht, man sollte niemals nie sagen. Weil manchmal sieht man auch etwas an jemand anderem, findet es da plötzlich toll und lernt erst dadurch irgendwie, wie man das kombinieren könnte oder kriegt eine ganz tolle Idee. Also es kommt eigentlich immer auf die Kombination an. Achtest du auf die Klamotten anderer? Ich achte natürlich auf die Klamotten anderer, weil ich es interessant finde, wie sich jemand anzieht und sagt ja auch in einem gewissen Sinne viel über eine Persönlichkeit aus, muss aber auch nicht viel aussagen. Also bei mir ist niemand durchgefallen, weil er nicht cool angezogen ist oder weil er keinen ausgefallenen Klamottengeschmack hat. Ich finde jemand automatisch wahrscheinlich interessant, wenn er irgendwie ausgefallen angezogen ist, weil ich denke, ah, vielleicht steckt da was dahinter, aber vielleicht steckt auch nichts dahinter. Und ja, bei einem Menschen, der da jetzt nicht so viel Wert drauf legt, auf den ersten Blick, da muss man vielleicht hinter die Kulissen gucken. Vielleicht steht er auch auf sehr nachhaltige Mode oder hat da irgendwie einen anderen Dreh für sich gefunden. Magst du Blogs oder Inspirationsseiten wie beispielsweise Lookbook? Nein, natürlich. Also ich liebe Blogs und Lookbook finde ich jetzt so nicht so. Also gucke ich mir nicht so oft an. Lade ich auch selber nicht so oft Bilder hoch. Das ist, ich weiß nicht, da interagiere ich nicht so viel. Aber Blogs mag ich ganz gern. Ich mochte früher auch so Foren wie das Live-Journal, was ja eigentlich auch ein Mikroblogging-System war, sehr gern. Da gab es halt so Fashion-Foren, auch eher so amerikanische und internationale. Also das mochte ich sehr gern. Und ich finde Blogs toll, weil es einfach interaktiv ist. Und sowas wie das Live-Journal früher fand ich eben noch toller, weil es eben noch interaktiver war. Nächste Frage. Was kannst du an Fashion Victims nicht leiden? Ich glaube, ich finde es einfach keine super gute Eigenschaft, wenn man Sachen anzieht, nur weil es ein Diktat ist und nicht, weil man es selber gerne mag. Und aber jemanden deswegen nicht leiden zu können, ist, glaube ich, auch übertrieben. Deswegen, ich finde, das ist einfach noch eine Eigenschaft, die man vielleicht noch ein bisschen ausbauen könnte. Also, dass man sich eben selber an den eigenen Vorlieben, Wünschen, Interessen irgendwie orientiert und dann sich eben so anzieht und nicht, wie jemand das vorschreibt. Würdest du dich selbst als Fashion Victim bezeichnen? Natürlich nicht. Ich glaube, das macht keiner jetzt gerne, weil Victim heißt ja Opfer. Und das klingt einfach negativ und das entspricht nicht meiner Beziehung zur Mode, sondern ja, ich bin eher ein modeliebender Mensch, ein sehr leidenschaftlicher Mensch, was das Thema angeht. Also sehr involviert. Also ich habe da schon eine starke Beziehung zu. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, Mode ist mir egal. Aber dass ich ein Opfer bin, was das angeht, würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Das war es auch schon mit den Fragen. Ich hoffe, es war irgendwie interessant für euch. Es würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Würdet ihr euch selber so bezeichnen? Findet ihr das auch negativ oder ist euch das eigentlich ganz egal? Ja, ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr mich eingeschätzt hättet. Ich vermute, die meisten hätten mich erstmal so als Fashion Victim eingeschätzt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und ich tagge natürlich alle von euch. Also falls ihr den Tag noch nicht gemacht habt, ich würde mich über Videoantworten freuen. Ihr könnt aber auch als Blogger gerne teilnehmen, einfach in Schriftform und mir den Link zu dem Blogpost schicken, dann verlinke ich den auch gerne in der Infobox von dem Video. Ja, und lasst mir auch gerne mal wieder ein paar Video-Requests da, damit ich mal demnächst wieder was hochladen kann, was euch wirklich interessiert, weil ich weiß nicht, ob so ein Tag immer so interessant ist, weil es ja eigentlich echt nur ein reines Erzählvideo ist. Ansonsten bin ich Ende der Woche auf jeden Fall in Paris und werde dort ein paar schöne Fashion-Videos hoffentlich für euch drehen. Und es gibt auch bald die nächste Folge vom Fashion ABC. Ja, darauf könnt ihr euch auch freuen. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und ich hoffe, wir sehen uns etwas früher wieder, als die Abstände zwischen den letzten Videos waren. Ja, und bis dann. Tschüss!